Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Brotato-Eskalation und heute werde ich mal wieder ein bisschen was kombinieren und zwar den guten alten Glückspilz mit dem Entdecker. Die geilste Kombo überhaupt, da habe ich richtig Bock drauf heute und wir werden spielen. Ich habe mir überlegt, wir brauchen auf jeden Fall guten Damage, aber werden später dann unseren ganzen Schaden über Glück machen. Deswegen, der Stock ist immer eine solide Wahl. Wir gehen natürlich rein auf Gefahr 5 im Endlos-Modus. Und wenn euch das hier am Ende gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Jetzt hüpfen wir direkt rein. Let's go! Und ihr wisst, was beim heutigen Run ansteht. Kisten, Kisten und nochmal Kisten. So viele Kisten wie möglich. Deswegen ist Entdecker mit Glückspilz einfach eine richtig geile Geschichte. Wir haben jetzt einfach schon zwei Kisten bekommen. Wir wollen ultra viele Bäume haben. Versteht sich von selbst. Wir wollen so viel Glück wie möglich haben und dann einfach nur noch durch die Kisten durchrattern, als gäbe es kein Morgen. Setzungsessen ist nice. Oh, Baum. Perfekt. Wir kriegen einfach direkt schon einen Baum. Blöcke sind einfach eine günstige Schadensmöglichkeit für uns. Da müssen wir nicht viel Geld ausgeben. Und deswegen gönne ich mir die ganzen Stöcke und wir können unseren Fokus direkt auf das Glück shiften, dass wir so viel wie möglich mitnehmen. Ein bisschen Lebensregeneration ist nicht schlecht. Natürlich durch die Kombination der beiden Charaktere sind wir jetzt am Anfang ultra schwach. Wir bekommen 50% weniger XP, 60% weniger Attack Speed, 40% weniger Schaden und 50% weniger Materialien. Das hier ist ein Early Game Horror, also das wird natürlich am Anfang sehr, sehr schlimm werden. Aber eben durch den Entdecker spawnen einfach jetzt schon so ultra viele Bäume, dass wir natürlich darüber dann auch sehr gut an Items kommen, jetzt auch am Anfang, weil wir ja schon mit dem Glückspilz mit 125 Glück starten. Das ist die geilste Kombo überhaupt. Ich glaube tatsächlich sogar meine Lieblingskombo, deswegen habe ich da einfach Bock drauf gehabt. Weil ich Lust hatte auf ein Ründchen Brotato und mit dieser Kombo macht es einfach immer Spaß. Wir kriegen einfach direkt nochmal Bäume, let's go. Wir nehmen ein bisschen Glück mit. Coupon ist nicht verkehrt. Jetzt habe ich natürlich das Glück schon wieder nicht gekauft. Gecko Baby ist auch nicht schlecht, weil die Map natürlich auch ein bisschen größer ist. Und was soll ich sagen, Leute? Ich habe sehr, sehr große Hoffnungen. Ich weiß es natürlich nicht. Aber am 30. kommt Brotato auch offiziell für Xbox und PS5 raus, soweit ich weiß. Das wurde jetzt auch auf dem Discord angekündigt. Und ich habe die Hoffnung, es wurde uns ja versprochen, dass noch was Neues kommen wird, was Offizielles. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt tatsächlich mit dem Release auf den Konsolen nochmal ein neues Update kommt. Das würde nämlich die Konsolenversion nochmal attraktiv machen. Für alle Leute, die das Spiel vielleicht schon haben und überlegen, sich es nochmal auf der Konsole zu kaufen oder generell, um nochmal neue Leute abzuholen. Crit würde ich jetzt... Crit ist mir jetzt gerade nicht so wichtig. Also ich kann mir vorstellen, dass dann tatsächlich endlich ein offizielles neues Update kommt. Wissen tue ich es natürlich nicht, muss ich hier direkt auch sagen. Also, ne, seid jetzt nicht hoffnungsvoll deswegen. Ich habe keine Ahnung, ob sich da was tut, aber ich habe große Hoffnungen. Und das wäre einfach nur geil, weil jetzt ganz ehrlich ist es wirklich einfach an der Zeit. Das wäre der perfekte Zeitpunkt, nochmal so ein richtig schön dickes Update. Oder DLC, habe ich ja schon gesagt, ist mir komplett egal, ob DLC oder Update. Hauptsache, es kommt geiler neuer Content. Und das wäre einfach jetzt perfekt. Release auf Konsolen, zack, gib uns nochmal ein Update und ich bin zufrieden. Da hoffe ich wirklich sehr drauf. Mir wurde auch schon in den Kommentaren unter einem meiner letzten Runs geschrieben, dass tatsächlich man die Version... Wie war das? Die Version konnte man schon preloaden. Das heißt, man kann sich praktisch die Konsolenversion schon jetzt kaufen und schon jetzt runterladen. Man kann sie aber noch nicht spielen. Erst wenn sie halt offiziell released wird. Und mir wurde gesagt, das sei wohl auf der Version 1.0.4 oder so für die Konsole. Und wir sind aktuell am PC auf der neuesten Version, soweit ich weiß, auf der 1.0.3. Also, die Möglichkeiten sind da, Leute. Ich bleibe an der Sache dran. So viel kann ich sagen. Ich bin am Fall dran. Wird hoffentlich nice. Aber ansonsten habe ich mir auch einfach überlegt, weil ich einfach Brotato natürlich liebe, aber ich auch weiß, dass ich schon so unglaublich viel gemacht habe in dem Spiel. habe ich mir gedacht, wir machen nochmal die geilsten Runs überhaupt. Praktisch so ein bisschen ein Best-of.
Da würde ich gerne eure Meinung zu haben, weil gerade zum Beispiel Glückspilz plus Entdecker ist eine meiner Lieblingskombos, die ich natürlich in der Vergangenheit, vor einigen Monaten oder so, schon mal hier auf dem Kanal gezeigt habe. Aber ich habe mir gedacht, das wäre doch eigentlich geil, mal probiert einfach nochmal, also praktisch ich mache jetzt hier in den nächsten Runs einfach nochmal die Runs, die ich am geilsten in Erinnerung habe, wo ich noch die besten Erinnerungen dran habe. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Dann habt ihr noch mal ein paar geile Runs und ich kann weiter Potato zocken. Und da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, weil es ja immer noch so ist, solange nichts Neues kommt, gibt es einfach nicht mehr so viel Neues, was ich euch zeigen kann. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das vielleicht noch mal ein bisschen interessant machen. Und da habe ich mir gedacht, einfach eskalieren. Einfach geile Kombinationsrun. Natürlich wie immer, ihr findet die Kombinationsmod in der Beschreibung. Ich habe letztes Mal auch vergessen, die Mods in die Beschreibung zu packen, weil ich gar nicht mehr so viel Potato bringe im Moment und da ganz aus der Übung bin. Also, da muss ich auch erstmal ein bisschen reinkommen wieder. Aber dieses Mal sollte ich hoffentlich dran denken. Jo, wir kriegen einfach zwei Kisten. War da eben auch noch eine Kiste rechts? Komm schon, die Bäume. Meine Textbit ist ein totaler Abfall. Oh, shit, das wird echt schwierig jetzt. Drei Kisten. Wir brauchen auf jeden Fall... Oh, Recycle-Maschine ist krass. Wir brauchen auf jeden Fall... mehr Attack-Speed. Unser Attack-Speed ist ein Totalausfall hier gerade. Deswegen würde ich sagen, Rüstung wäre auch nicht schlecht. Ja, ein bisschen mehr Rüstung ist auch nicht verkehrt. Weizen für mehr Ernte, bisschen mehr XP. Der Zahn ist auch sehr, sehr gut. Und wir haben natürlich jetzt am Anfang auch dicke Geldprobleme. Die Tasche ist schon sehr, sehr wichtig. Aber das sollte jetzt langsam auch ein bisschen zurückgehen, weil wir natürlich jetzt die ganzen Bäume haben mit dem Glück und je weiter wir im Run kommen, desto mehr Kisten kriegen wir natürlich auch raus für unser Glück, desto mehr Bäume wir haben. Also das sollte jetzt langsam besser werden. Aber da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob wir die nächsten Wellen überleben, muss ich sagen. Ich habe noch nicht mal 6 Stöcke, aber dafür habe ich viel Glück. Da ist schon die nächste Kiste. Mal sehen, wie viele Kisten wir diesen Run schaffen. Als Highscore. Ich bin sehr gespannt. Also 10 Kisten pro Runde, würde ich schon sagen, ist später auf jeden Fall realistisch. Und das ist natürlich dann eine Menge Geld. Gegner töten ist gar nicht so wichtig. Tatsächlich Hauptsache Kisten erstmal mitnehmen. Und wir haben schon wieder 4 Kisten gemacht. Oh, das ist gut. Wir haben 16% Tempo. Rüstung und Leben sind sehr, sehr gut. Nahkampfschaden. Meine Reichweite ist zwar kacke, aber 3 Nahkampfschaden und 5 Leben ist auch sehr gut. Hase ist auch sehr gut. Reichweite, sehr schön. Das war tatsächlich ein verdammt gute Kistenrotation, die wir da bekommen haben. Nahkampfschaden ist mir nicht so wichtig. Ausweichen haben wir gerade -2. Da würde ich tatsächlich nochmal die Rüstung einpacken. Nochmal ein Hase. Und ein Metalldetektor. Auch wenn wir nicht so viel Zeug droppen und natürlich Prozentschaden auch ein bisschen ein Problem für uns ist, glaube ich, dass das eine gute Investition ist. Wir könnten uns noch ein bisschen mehr Heilung holen. Hey, ihr seht schon, ohne die Kisten, wenn ich die Items aus den Kisten nicht verkaufe, beziehungsweise ohne die Tasche, wenn ich die Items aus den Kisten nicht verkaufe, haben wir schon pro Runde echt wenig Geld, weil ich die Gegner nicht so richtig tot bekomme. Ich glaube auch ehrlicherweise, der erste Elite-Gegner wird für mich einfach ein bisschen im Kreis rennen. Aber es ist halt ein Late-Game-Build, ja, es ist eine Late-Game-Eskalation, das ist kein Early-Game-Build, den wir hier haben. Die Kombination hier geht nicht aufs Early Game, die muss einfach nur die frühen Runden überleben und dann, wenn es zweistellig wird, dann wird es deutlich besser und wenn man dann in den 20ern ist, dann ist es doch mal ein ganz anderes Level, aber jetzt gerade ist natürlich eher so ein Kampf ums Überleben. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne Kombinationen sagen, die ihr vielleicht richtig geil fandet von damals oder irgendeinem meiner vorhergegangenen Runs, wo ihr sagt, das ist definitiv ein Run, der lohnt sich, den nochmal zu machen, beziehungsweise die Charakterkombination nochmal auszuprobieren. Kann auch gerne aus Mods Charaktere sein. Schreibt mir am besten aber dazu, aus welcher Mod, weil es gibt inzwischen so viele Charaktere, da blicke ich auch selber nicht mehr durch, wo die alle herkommen. Ernte nehmen wir auf jeden Fall mit. Tentakel ist sehr, sehr geil, auch wenn ich jetzt noch keinen Crit habe, könnte später interessant werden. Ich brauche jetzt echt, Prozentschaden wäre langsam auch mal angebracht. Wir haben -32% Schaden. Nehme ich den, ja doch, den Zahn nehme ich auch mit, der ist zu gut. Das hier nehmen wir auch mit. What? Estis Couch einfach jetzt im 8. Shop, eine Minigun? Fängt ja schon wieder richtig gut an. Ah, dubioser Trank, sehr geil, damit haben wir die 200 Glück. Da sollte uns jetzt noch mehr Kisten geben. Welle 12 kommt eine Elite-Runde. Ich weiß nicht, ob wir die packen, muss ich ehrlicherweise sagen. Unser Schaden ist jetzt durch 12% Schaden schon deutlich besser geworden, aber mein -60% Attack Speed tut einfach übel weh.
Natürlich bekommen wir jetzt auch langsam ein bisschen Ernte. Das sorgt dafür, dass wir auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben. Also langsam wird's. Die Welle 9 sollte kein Problem werden. Natürlich unser Glückspilzeffekt, dass wir Gegner töten, wenn wir Geld einsammeln. Den sollten wir auch ausbauen. Das heißt definitiv Elefantenbabys her damit. Gibt mir jedes Elefantenbaby, was ich kriegen kann. Ich nehme alles mit. Cyberballs wollen wir natürlich auch. Wir wollen alles, was irgendwie mit Glück zu tun hat. Und hier oben ist einfach ein Baum nach dem nächsten. Das ist hier schon wieder... Ich wünschte tatsächlich mal, es gäbe eine Mod, mit der man drei Charaktere kombinieren kann. Dann könnten wir den Tuptiden, den Entdecker und den Glückspilz kombinieren und hätten einfach alles voller Bäume. Aber das geht leider nicht, soweit ich weiß. Nahkampfschaden? Ja, das ist ganz nice, aber ich will keinen Schaden verlieren. Och, okay. Dafür verliere ich gerne Schaden. Für 42... Glück oder was das war. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gerade vorher hatte. 205, keine Ahnung. 40 Glück, irgendwie sowas. Köder nehmen wir mit. Glückspfennig, natürlich ultra geil. Wir brauchen jetzt so schnell wie möglich Crit. Das zählt auch für uns einfach vierfach fast. Und das ist krass. Oder warte mal, vierfach. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel mehr Glück hat der Glücksfest bekommen. 50% mehr, dann zählt es natürlich nicht vierfach. Wir kriegen ja nicht das doppelte Glück. Aber wir kriegen auf jeden Fall mehr Glück. Ich nehme noch mehr Glück mit. Und Crit, let's go. Wie viel mehr Glück kriegen wir nochmal? 25%. Ja, okay, es ist nicht ganz so krass, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das heißt, Crit für uns jetzt auch deutlich attraktiver, früh schon drauf zu gehen. Rakete sind 10% Schaden, das erhöht unseren Glückseffekt, aber unser Attack-Speed ist natürlich jetzt noch schlechter. Krone, die Krone kommt vor Welle 21, das ist schon mal, sehe ich sehr, sehr gerne. Kleiner Frosch würde ich auch nochmal mitnehmen. Wir haben zwar dann minus 9 Ausweichen, aber ich glaube, so schnell mache ich Ausweichen eh nicht positiv. Und da wir dann jetzt noch mehr Ernte haben und die Krone haben, glaube ich, ist das eine gute Investition. Glücksbringer nochmal ist eigentlich nicht so gut, weil wir sehr viel Nahkampfschaden dadurch verlieren. Aber es ist halt unsere einzige Quelle für Schaden. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit den Viechern. Von denen spawnen ja auch mehr. Moment, ich muss mich mal kurz hochheilen. Deswegen nehme ich manchmal den Köder nicht gerne mit. Ohne Attack Speed den Köder zu nehmen, ist riskant. Gut, dass ich so viel gute Heilung hier rumliegen habe. Upsi, ich glaube, den nächsten Köder werde ich vielleicht erstmal nicht mitnehmen. Holy moly, das war ganz schön knapp, muss ich sagen. Aber dadurch, dass ich jetzt schon so eine gute Sammelreichweite habe, können wir uns auch sehr gut hochheilen. Oh shit, ich glaube gleich der Elite-Kampf wird echt ein Elite-Krampf eher als ein Elite-Kampf. Ich hoffe, wir kriegen da keinen starken Elite-Gegner, der mich unter Druck setzt. Oh, so viel Geld. So viel Kisten. Egal, eine Runde habe ich noch. Und Runde 10 ist ja eh immer ein bisschen mehr los als normal. Garten nehmen wir auf jeden Fall mit. Ritual ist Schaden, wird eingesteckt. Sparschwein auch. Tyler ist uninteressant. Elefantenbaby, let's go. Das ist tatsächlich ziemlich wichtig. Das können wir langsam echt gut gebrauchen, den Schaden. Glück habe ich jetzt wirklich langsam genug. Ich würde tatsächlich nochmal ein bisschen Ernte mitnehmen, weil uns das jetzt gerade viel bringt. Nochmal Glück. Hier nehme ich dann nochmal Nahkampfschaden für ein bisschen Crit-Verlust mit. Aber wir brauchen einfach auch Nahkampfschaden. Rüstung auch sehr, sehr wichtig, hat man gerade gesehen. Community Support ist natürlich für uns gerade extrem gut, weil ich überhaupt keine Attack-Speed habe. Dreieck, der macht es nicht so gut, weil ich die ganze Zeit Schaden kriege. Alien-Auge könnte noch später interessant werden, aber jetzt gerade ist es nicht besonders gut, weil wir einfach zu wenig Leben und zu wenig Prozentschaden haben. 22 Schaden ist jetzt nicht so spannend. Deswegen würde ich sagen, das Geld müssen wir erstmal sparen. Und da kümmern wir uns vielleicht später drum. Aber jetzt erstmal heißt es sparen, sparen, sparen. Damit ich mir wirklich jetzt notwendige Dinge kaufe. Immerhin kriege ich jetzt ein kleines bisschen Attack Speed raus. Dadurch, dass einfach viele Gegner spawnen. Immerhin etwas. Problem natürlich auf dem Entdecker. Die Gegner sind auch deutlich schneller als normal. Solange man kein Item hat, was die Gegner langsamer macht. Sind die schon ganz schön flott unterwegs. Und ich habe noch keine einzige Tasche bekommen. Das tut schon ein bisschen weh. Eine frühe Tasche ist halt wirklich das, was hier den Unterschied macht. Aber ansonsten, die anderen Items, die wir bekommen haben, sind halt sehr, sehr gut. Da kann ich mich also nicht wirklich beschweren. Und ich würde jetzt mal versuchen, hier den zu töten, weil wir eben den Community Support haben. Das heißt, wir können dem mal ein bisschen Schaden machen.
Es ist auch krass, dass ich noch keinen einzigen Kaffee gesehen habe. Also manchmal ist das Spiel echt gemein, dass es einem diese ganzen Items, die ja nicht besonders selten sind, einfach nicht gibt. Kochendes Wasser, auch uninteressant. Beherrschung, sehr, sehr geil, mehr Schaden. Narbe nehme ich auch mit. Traurige Tomate interessiert mich jetzt erstmal nicht. Garten können wir auch noch einen mitnehmen, können wir sehr gut gebrauchen. Und Crit ist Glück, also nehme ich das mit. Rüstung nehme ich auch nochmal mit. Einen lilanen Stock gönnen wir uns auch. Kleiner Frosch ist jetzt die Frage. Würde ich den auch nochmal einstecken? Ernte wäre halt ganz geil, aber mein Ausweichen geht immer weiter ins Minus und ich glaube, da sollte ich vielleicht langsam mit aufhören. Lifesteal habe ich eh keinen. 40% XP ist sehr nice, weil wir mit dem Leveln auch echt nicht hinterherkommen. Das Ding hier ist auch nicht so schlecht, weil wir sehr viel wir droppen halt sehr viele Heilungs-Items, weil wir natürlich so viel Glück haben. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Bitte gib mir einen einfachen. Bitte gib mir einen einfachen. Wen kriegen wir? Ich sehe ihn noch nicht mal. Okay, wir kriegen einen einfachen Elite-Gegner. Den werde ich jetzt leider ignorieren müssen. Ich glaube, wir haben einfach nicht die Möglichkeiten, den zu bekämpfen. Ich hoffe, dass ich mich einfach hier gegen die anderen Gegner über Wasser halten kann. Weil schaut euch das mal an, wie die mir am Arsch hängen, die Skelettköpfe. Holy shit, die wollen mich einfach richtig haben. Die Gärten produzieren uns natürlich auch Früchte. Ich habe sehr hohe Sammelreichweite. Das sollte machbar sein. Ist natürlich eine rote Kiste, die wir verlieren, was ein bisschen wehtut. Vielleicht kann ich bis zum nächsten Elite-Gegner stark genug werden, dass wir den schaffen. Aber dann wiederum kriegen wir eh so viele Kisten und durch unser Glück ist die Chance auf rote Items später eh ziemlich hoch. Oh, es wird voll. Es wird sehr voll. Es wird unangenehm voll. Aber ich kann mich einfach überall durchquetschen durch die Heilung. Alles ist gut. Jawohl, ich kann mich hier einfach durchquetschen und wir holen uns hier alles noch mit. Komm schon, eine Kiste noch. Komm schon. Ah, schade. Aber wir haben jetzt schon 7 Kisten gemacht. 12% Schaden. Da bin ich sofort dabei. Scharfe Kugel. Interessiert mich jetzt gerade überhaupt nicht, muss ich sagen. Liebes Alien, mehr Gegner. Ist auch riskant, wenn man sich gerade die Runde angesehen hat. Seltsames Essen. Nehme ich jetzt auch nicht mehr mit, auch wenn das gut für uns ist, aber ich muss langsam mal ausweichen, hochkriegen. Sonst ist ja echt alles zu spät. Tempo brauchen wir jetzt auch mal ein bisschen. Das war ja schon ziemlich knapp. Okay, 12 Ernte nehme ich auch nochmal mit. Hier haben wir ein bisschen Ausweichen. Meine Reichweite freut sich nicht darüber. Aber Crit und Ausweichen sind sehr gute Stats, die wir gebrauchen können. Gefährliche Hase nochmal. Damit haben wir die gefährlichen Hasen erledigt. Fernkampfschaden können wir jetzt gerade nicht so viel mit anfangen. Crit natürlich sehr, sehr nice. 7% Schaden. Dann haben wir das gleich auf plus minus 0. Das interessiert mich jetzt nicht so. Metalldetektor lasse ich auch erstmal aus. Bärtierchen ist schon mal nicht schlecht, aber auch nicht so ultra gut für uns gerade, muss man auch zugeben, weil wir natürlich die ganze Zeit Schaden bekommen, weil ich kein Ausweichen habe. So, jeder Baum eine Kiste. Komm schon. Das wäre auch noch eine Challenge, die ich noch nie geschafft habe, aus jedem Baum eine Kiste bekommen. Ich glaube, das ist auch unmöglich, weil die Chance wahrscheinlich nicht hoch genug schaffbar ist, außer mit irgendeiner gestörten Glücksmod oder so. Ich lasse jetzt auch extra mal ein paar Gegner leben, damit wir mehr Attack Speed haben. Natürlich, jetzt kommen auch noch die blöden Tentakel, die machen das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger, als es mir lieb ist, muss ich sagen. Nice, noch eine Kiste, sehr schön. Aber wir machen auch langsam ganz brauchbaren Schaden. Wenn ich ein bisschen Ausweichen hätte, würde ich auch in die Gegner mehr reinrennen, aber ohne Ausweichen. Obwohl, wenn wir so eine Sache einsammeln, die dann explodiert und alles tötet, das wäre gar nicht so schlecht eigentlich. Moment, hier liegen viele Früchte. Ja, einmal rein. Okay, ich kann schon ein bisschen aggressiver spielen inzwischen. Köder, okay, das lassen wir. Amboss, let's go. Genau das habe ich gemeint. Wir kriegen in Welle 13 einen Amboss aus einer zufälligen Kiste. Damit müssen wir uns natürlich nicht mehr um unsere Waffen und um Rüstung kümmern. Ah, das würde meine Range noch weiter zerstören. Ich nehme ihn trotzdem mit und dann holen wir uns hier 60 Reichweite. Und alles ist gut. Wir nehmen Ausweichen auch jetzt langsam mal wieder ein bisschen mit, damit ich das positiv bekomme. Jetzt kommt, glaube ich, jetzt sind wir am Wendepunkt. Ich glaube, jetzt sind wir am Wendepunkt. Wir können uns auf jeden Fall 12 Nahkampfschaden mitnehmen. Das knallt richtig rein mit den Stöcken. Es sind einfach 12 Schaden. Rüstung kriegen wir eh später umsonst. Und Tempo, ja, 12 Tempo sollte eigentlich reichen. Hoffe ich mal. Den kaufe ich trotzdem.
Dann haben wir einfach einen Step schneller, alles rot. Das ist ganz okay. Elefantenbaby ist sehr, sehr gut. Propellermütze ist auch sehr gut. Und ich nehme, glaube ich, doch noch ein bisschen mehr Heilung aus Früchten mit, weil es ja doch die einzige Heilung ist, die ich habe aktuell. Okay, gut, ich habe irgendwie 4 Lebensregenerationen, aber sind wir ehrlich, das ist jetzt nicht besonders krass. Welle 14 und 15 könnten natürlich auch nochmal unangenehm werden. Welle 15 könnte vor allen Dingen extrem unangenehm werden. Welle 15 wird wahrscheinlich die schlimmste Welle des Runs werden. Weil Fernkampfgegner und Elitegegner und vor allen Dingen haben wir einen von den einfachen Elitegegnern schon erledigt. Das heißt, der kommt nicht mehr. Die Chance, dass wir da Marty McFly oder so einen Kack bekommen, ist leider ziemlich hoch. Kriegt trotzdem noch 12 Schaden von den Gegnern, hab gar kein Ausweichen, also... Es wird auf jeden Fall spicy werden. Ich hätte irgendwie noch ein bisschen Lifebeam hätte oder so, dann wäre es in Ordnung. Aber da bin ich jetzt gar nicht drauf gegangen. Aber wieder viele Kisten und immer noch keine einzige Tasche. Scharfe Soße, sehr nice. Filzhut. Meine Textbit ist eh Abfall, also komm, Filzhut nehmen wir mit für die Ernte. Die Ernte carried uns nämlich gerade. Glück nehmen wir mit. Ausweichen, sehr, sehr nice. Riposte auch sehr nice. Geschenk nehme ich mit. Nase nehme ich nicht mehr mit, wir haben langsam genug Glück, ich muss auf andere Sachen gehen. Ich gehe noch ein bisschen auf Tempo, hier nehmen wir alles mit. Polter ist relativ uninteressant, weil unsere ganze Heilung ist aus Kisten. Und das sind doch mal Shops, die ich in Welle 14 gerne sehe. Sift-Relikt natürlich für den Glückspilz, eins der besten Items, weil wir jetzt permanent alles anziehen und dadurch die ganze Zeit unseren Glückseffekt triggern und ich muss nichts mehr aktiv einsammeln. Wen bekomme ich? Ja, Schnappi ist machbar. Könnte ich vielleicht sogar töten, aber hängt ein bisschen davon ab, was die anderen Gegner so machen. Ich habe halt, also dass ich wirklich, ich habe noch gar nichts für Attack Speed überhaupt gesehen. Das einzige Item mit Attack Speed ist Community Support, was ich bekommen habe und das war's. Okay, ich glaube, ich kann Schnappi töten. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Der ist natürlich relativ schnell und nervt jetzt rum mit seinem AOE. Ah, ich habe zu wenig Attack Speed. Okay, ne, das wird, glaube ich, nix. Ich habe zu wenig Attack Speed. Oder? Vielleicht, wenn der Glückseffekt ihn ein bisschen trifft. Ich habe noch 19 Sekunden. Und ich den mit meinen Früchten ein bisschen wegballer. Es ist halt schon sehr, sehr gefährlich ohne Ausweichen. Komm schon, Schnappi! Bitte! Ah, das wird nichts. Nee. Ich schaffe ihn ganz knapp nicht. Ah, schade, ich hätte ihn schaffen können. Okay, aber den nächsten schaffen wir. Cyberwall und endlich eine Tasche. Es wurde auch Zeit. Taschenfabrik ist natürlich auch nice mit den ganzen Bäumen. Nicht, dass die viel Schaden machen, die... Sachen. Okay, Jagdtrophäe auch sehr, sehr nice. Crit und Ausweichen, das war auf jeden Fall. Und endlich mal Attack Speed, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Zeug, das wir bekommen haben aus den Kisten. Das hat sich gelohnt. Propellermütze nehme ich auch nochmal mit. Wahnsinn ist jetzt natürlich Crit und Crit ist Glück, also stecken wir uns das mal ein. Retromation Kapuzenpullover kommt jetzt auch angeschissen. Jetzt kommen die ganzen... Also wer braucht rote Kisten? Ich habe da natürlich keine Reichweite mehr, aber wir haben dann immerhin nur noch minus 10 Attack Speed. Und natürlich, wenn wir jetzt Ausweichen mitnehmen, kriegen wir noch krass viel Attack Speed. Oh mein Gott, wir kriegen einfach alles jetzt gerade hinterhergeworfen. Ich habe es euch gesagt, Leute, wir werden zweistellig. Das ist der Turning Point. Den nächsten Elite-Gegner sollte ich easy töten. Also der nächste Elite-Gegner sollte gar kein Problem mehr werden. Weil wir jetzt genug Heilung haben, wir haben jetzt genug Attack Speed, wir haben genug Damage und wir kriegen jetzt pro Runde einfach so viel mehr. Ich kriege jetzt schon gute Ernte, wir haben 200 Ernte, das ist voll in Ordnung. Für einen Charakter, der jetzt nicht ultra krass auf Ernte geht. Ich habe extrem viel Heilung, also ich bin positiv, dass wir den nächsten Gegner töten, auch wenn ich gefühlt seine roten Kisten gar nicht brauche. Weil ich einfach jedes rote Item so kriege. Da sieht man, Glück ist OP. Oh mein Gott, und jetzt kriegen wir so viele Kisten. Da unten sind 2 Kisten. Oben waren, glaube ich, auch 2 Kisten. Hier ist noch eine Kiste, da ist noch eine Kiste. Hier ist noch eine, also es ist einfach alles voll damit. Jawohl, wieder 6 Kisten. Fledermaus sind nur 2 Ernte, kann ich mal mitnehmen. Und die zweite Tasche, let's go. Und ein Elefantenbaby, let's fucking go, Baby.
Werkzeugkasten ist relativ uninteressant, da nehme ich die 81 Materialien mit. Und Filzhut nehme ich, glaube ich, nochmal mit. Jetzt haben wir ja gut Glück und beziehungsweise gut Crit und gut Attack Speed und Glück und Ernte sind einfach zu gut für uns. 16% Schaden, damit ist unser Schaden auch positiv. Nochmal Crit, Jetpack jetzt natürlich auch unglaublich gut. Ausweichen ist Attack Speed, Tempo ist einfach logischerweise Tempo. Wir sind schneller unterwegs. Noch mehr Schaden, den Stock brauche ich nicht. Crit nehme ich auch nochmal mit. Dann haben wir schon fast 500 Glück in Welle 16. Besseres Werkzeug ist auch sehr, sehr gut. Mehr Attack Speed und vor allen Dingen unsere Türme, die wir spawnen, greifen schneller an. Und unsere Gärten spawnen schneller Zeug. Wir nehmen noch einen Zyklopenwurm mit. Und da ist der Extra-Magen aus dem Shop. Das sind mal wieder die geilsten Shops überhaupt. So macht Potato einfach Spaß. Und deswegen finde ich die Idee, wirklich diese Best-of-Runs zu machen, wo ich einfach mich nochmal an Kombos probiere, die einfach geil waren. Und von denen ich auch gemerkt habe, dass sie euch sehr, sehr gut gefallen, die nochmal auszupacken und damit einfach Spaß zu haben. Weil am Ende des Tages geht es ja um den Spaß, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich hatte auch so ein bisschen das Problem, dass ich bei Potato so ein bisschen den Spaß verloren habe, weil ich halt mir gedacht habe, ich muss immer was Neues machen. Und natürlich will euch immer was Neues zeigen und will immer irgendwas Cooles haben. Und wenn man das Gleiche macht, interessiert es halt keinen und so. Wenn das so ist, dann ist es halt so. Ich mache Potato, wie ich es schon immer gemacht habe und habe einfach nur Spaß an dem Game. Und das ist, glaube ich, auch besonders wichtig für viele gewesen. Und auch wenn jetzt logischerweise das Interesse an dem Spiel zurückgeht, weil es einfach schon jetzt so lange existent ist, auch auf meinem Kanal. Und die Leute einfach, viele auch das Spiel inzwischen schon alles gesehen haben und einfach sich nicht mehr dafür interessieren. Trotzdem werde ich es für die Leute weitermachen, die noch Spaß dran haben, weil ich einfach auch Spaß an dem Game habe. Ich habe wirklich einfach nur so ein bisschen die Lust dran verloren in der Vergangenheit, weil ich irgendwie dachte, ich muss jetzt immer was Neues haben, immer was Geiles, immer was Gutes zeigen. Weil auf YouTube geht es nun mal darum, auch wenn das hier ja irgendwo mein verlängertes Hobby ist, meine Leidenschaft einfach. Und das ist das, was irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist bei Potato, hatte ich das Gefühl. Ich habe so ein bisschen die Leidenschaft bei Potato gegen eingetauscht, gegen, ja, es muss jetzt immer geil sein. So. Weil ganz ehrlich, als ich Potato angefangen habe, da gab es nicht mal den Endlos-Modus. So. Da gab es einfach nicht mal einen Endlos-Modus. Da wurde halt einfach, da habe ich jetzt mal einfach reingegangen und hat irgendeinen random Charakter gespielt und einfach Spaß gehabt, so. Und irgendwann habe ich dann so angefangen und mir gedacht, ah, wenn jetzt so ein Run nur bis Welle 25 kommt, dann war der irgendwie nicht geil und das interessiert die Leute gar nicht und du musst irgendwie eskalieren und musst irgendwie nur krassen Scheiß machen und das Mindset war, glaube ich, dann irgendwann ein bisschen schädlich auch für meinen Spaß an Potato und deswegen ja, gibt es jetzt hier weiter. Also ich kann euch schon mal sagen, Potato wird jetzt wieder ein bisschen öfter kommen als die letzten zwei Monate. Da habe ich es ja doch, oder die letzten eineinhalb Monate habe ich es ja doch sehr, sehr selten gemacht. Ich werde wieder ein bisschen öfter Potato bringen, aber es wird halt eben wahrscheinlich jetzt, wenn jetzt nicht das Update am 30. kommt, werden es jetzt wirklich diese Best-of-Runs werden, wo ich mir einfach nochmal Sachen raussuche, die geil waren und die richtig Spaß gemacht haben und wo ich wirklich die ganze Zeit Spaß an dem Game hatte. Und die da auch Spaß dran haben, die sind natürlich herzlich eingeladen. Aber ich kann auch verstehen, wenn ihr sagt, okay, Potato ist jetzt einfach ein bisschen ausgelutscht und ich habe keinen Bock irgendwie mehr auf das Game. Das verstehe ich auch völlig. Ist auch in Ordnung. Das ist ganz normal. Schwarzer Gürtel nehme ich auch mit. Sehr, sehr geil. Seltsames Essen nehmen wir auch mal mit und noch mehr Crit. Und ihr habt es gesehen, ich habe den Elite-Gegner komplett wegrasiert. Wir haben 1225 Materialien. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Jetzt beginnt nämlich der richtige Run. Bärtierchen nehmen wir mit. Ich habe ein bisschen ein Range-Problem, aber das hält mich definitiv nicht davon ab, noch weniger Range mitzunehmen. Exoskelett ist sehr, sehr geil für uns. Das ist auf jeden Fall extrem gut. Jetzt kann ich mir so viel Zeug leisten. Dubioser Trank nehme ich auch nochmal mit. Ah, das ist... Mann, ich will nicht meine Range jetzt die ganze Zeit so zerstören, aber ganz ehrlich, wir sind aktuell auch so stark. Ich kann es mir erlauben. Wir müssen sowieso auf nichts aufpassen. Wir können einfach in alles reinlaufen. Ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, ich kann einfach in alle Gegner reinrennen. Wir sind unsterblich an dem Punkt aktuell im normalen Modus. Kann eigentlich nichts schief gehen. Ich habe gut ausweichen. Ich habe 15 Rüstung oder so. Ich habe übel viel Heilung. Ich mache jetzt 300 Schaden mit einem Crit. Also jetzt ist wirklich der Punkt erreicht. Ich muss mir keinen Kopf machen.
Die Gegner können uns gar nichts anhaben. Und was ich mir auch überlegt habe, ist, weil ich das jetzt schon oft gefragt wurde auch, also das wollte ich auch einfach hier nur nochmal ansprechen, aber werde ich wahrscheinlich auch generell nochmal auf dem Kanal ansprechen, irgendwie in einem Community-Post oder so. Ich werde auch definitiv demnächst wieder mehr streamen. Ich bin da jetzt wirklich, ich habe, glaube ich, das letzte Mal am 4.12. gestreamt, also das ist ewig her, ich bin gar nicht mehr dazu gekommen. Ich hatte überhaupt nicht die Muße dazu, neben den Videos und neben dem ganzen anderen Real-Life-Zeug. Deswegen habe ich das einfach gar nicht mehr auf die Kette gekriegt. Aber da wird auf jeden Fall auch was kommen und ich habe mir auch überlegt, ob ich mal wieder ein bisschen Potato streame, weil, wie gesagt, diese ganze Spaßkomponente doch mir jetzt wieder ein bisschen wichtiger geworden ist. Da ich doch mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, was der Grund für diesen Kanal eigentlich war. Und der Grund für diesen Kanal war eigentlich nicht, dass ich gesagt habe, ich will jetzt irgendwie 10.000 Abonnenten haben, sondern der Grund für den Kanal war, ich will einfach nur Spaß haben an dem, was ich mache und freue mich über jeden, der da auch Spaß dran hat. Und dass es mir einfach nicht so wichtig ist, dann zu sagen, okay, das war jetzt irgendwie, das Video kam nicht so gut an und so, ne? Klar, es gibt so Sachen, da merkt man dann, okay, das interessiert einfach keinen oder das ist einfach nicht deine Zielgruppe. Da sagt man dann, das lohnt sich dann Zeit nicht. Das ist eigentlich der einzige Grund für mich, zu sagen, warum ich ja auch, ich werde auch immer wieder oft gefragt, warum ich irgendwie mal Spiele aufhöre. Also, dass ich zum Beispiel mal so 2, 3 Videos zu einem Game mache und dann kommt da nichts mehr zu, weil ich denke mir dann immer, ich will natürlich Spaß dran haben und ich habe Spaß an den Games, aber wenn ich merke, dass das einfach deutlich auf Dauer halt einfach nicht so viele Leute abholt, dann denke ich mir immer, da könnte ich die Zeit auch einfach sinnvoller nutzen und dann mache ich zum Beispiel lieber ein Potato-Video als ein, was weiß ich, God of Weapons-Video oder so. Weil es kostet mich ja trotzdem Zeit und es ist ja, soll ja einfach nur Unterhaltung sein und ich habe Spaß an beiden Games und dann mache ich halt das Game, was beliebter ist. Das ist halt einfach so, weil das ist auch ein Irrglaube, den viele haben auf YouTube. Nicht der Content Creator sozusagen oder der YouTuber entscheidet halt, was viele Klicks hat. Ich kann mir natürlich übel viel Mühe geben, kann ein richtig krasses Video machen oder so, aber am Ende des Tages, wenn es halt einfach ein Game ist, was keinen interessiert, was im Algorithmus nicht vorkommt, dann kann ich mich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, dann passiert da nichts. Das ist halt einfach so. So funktioniert das nun mal mit Algorithmen. Das ist ein Irrglaube, den tatsächlich viele Leute haben auf YouTube, dass praktisch der Algorithmus den Zuschauern das Video empfiehlt. Aber es ist genau umgekehrt. Der Zuschauer holt sich die Videos vom Algorithmus. Das heißt, der Zuschauer sucht nach irgendwas, der Zuschauer klickt auf die Sachen, die ihm gefallen und dadurch entsteht ein Algorithmus. Und Sachen sind da eben weniger präsent oder mehr präsent, weil die eben mehr interessieren oder weniger interessieren. Keine Ahnung, zum Beispiel irgendwelche neuen Spiele, Baldur's Gate 3 ist das rausgekommen ist oder so, das hat jeder geguckt. Als Beispiel jetzt, mir fällt gerade irgendwie nichts ein. Oder als Potato damals rausgekommen ist oder als Potato von Hanno gemacht wurde, das zum Beispiel auch. Das ist dann halt überall. Und dann ist das ein ganz anderes Ding als jetzt zum Beispiel, wenn eigentlich, ich meine, wer macht heutzutage eigentlich auf YouTube noch Potato? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich bin gefühlt der Einzige. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Einzige bin. Es gibt bestimmt noch viele andere Kanäle, die das machen. Aber ich glaube, inzwischen ist es einfach auch dann durch. So für die vielen. Viele sind halt weitergezogen zu anderen Games. Ich ja auch. Magicraft ist ein geiles Game, das mich gerade einfach mega unterhält. Aber was ich auch schon immer wollte, ist, dass ich sage, ich mache nicht einfach nur ein Game. Das ist mir auch besonders wichtig, weil das wird dann irgendwann langweilig, wenn man immer nur das ein Game die ganze Zeit macht. Klar, wenn es den Leuten gefällt, ist das super, aber da bleibt einfach auch die Kreativität auf der Strecke. Und ich werde wahrscheinlich auch dieses Jahr auf dem Kanal noch einige neue Dinge ausprobieren, die auch vielleicht voll in die Hose gehen, ich weiß es nicht. Aber ich bin auch einfach so ein Mensch, ich kann nicht stehen bleiben. Ich will immer mich weiterentwickeln, ich will, was Video angeht, auch mehr machen, mir die Zeit dafür nehmen, dieses Jahr, weil ich gemerkt habe, dass YouTube halt auch, dass ich die Möglichkeit dazu habe, auch zu sagen, okay, dann fokussiere ich mich ein bisschen mehr auf YouTube und versuche da noch ein bisschen was, um natürlich dann am Ende des Tages hoffentlich gute Sachen rauszuhauen für euch. Das Problem ist aber auch einfach, gerade jetzt im Januar ist so eine Flautenzeit. Es kommt einfach nichts Geiles. So, es gibt übel viele Spiele, bei denen warte ich auf neuen Stuff.
Zum Beispiel Blotato, ich warte aufs Update. Magicraft, ich warte aufs Update, kommt jetzt im Februar. Okay, God of Weapons kam jetzt ein Update, aber das Spiel ist einfach sehr underground, das kennt halt fast keiner, beziehungsweise es macht halt keiner auf YouTube, deswegen ist das ein Game, das halt relativ irrelevant ist. Also das ist eigentlich egal, was da passiert. Hier, was auch richtig geil war, wo ich richtig traurig bin, dass das einfach komplett verschwunden ist, muss ich sagen, ist hier, wie hieß es denn? Yet Another Zombie Survivor oder Zombie Survivals Gedöns. Das war auch richtig geil. Das hat richtig Laune gemacht, aber da kommt seit Monaten einfach nichts Neues. Gut, da kam jetzt ein so neuer Charakter, aber keine neuen Maps, nichts Neues, was halt geil ist. So, das ist halt dieses Early Access Problem. Will ich einen Bohrer haben? Ach, ich glaube nicht, wir bleiben beim maximalen Schaden. Wir machen unser ganzes Geld sowieso über die Kisten. Deswegen kommen... Oh ja, noch mehr Schaden, let's go. Binne, ausweichen, 3 kann ich verkraften und Ernte verlieren wir jetzt ja eh. Fokus, sehr, sehr geil, noch mehr Schaden. Steinhaut auch sehr gut, wir kriegen jetzt ja unbegrenzt Rüstung. Noch mehr Nahkampfschaden und noch ein bisschen Reichweite. Ey, ich habe meine Reichweite fast gerettet, nice. Und was auch richtig geil war und was auch damals richtig gut lief und bei euch gut angekommen ist, oder bei Leuten auf dem Kanal hier gut angekommen ist, war dieses Deep Rock Galactic Survivor. Das soll jetzt auch erstes Quartal 2024 rauskommen. Also bis März oder so soll das rauskommen. Da bin ich auch richtig gehypt drauf, weil das hat übel viel Spaß gemacht, die Demo schon. Da habe ich auch einige Streams gemacht und das ein paar Mal in Videoform gebracht und so. Und dann wurde halt irgendwann die Demo abgeschaltet, weil es eine zeitlich begrenzte Demo war. Aber das soll jetzt bald tatsächlich rauskommen. Da bin ich drauf gehypt. Ich bin auf Super Fantasy Kingdom gehypt. Ist natürlich ein bisschen anderes Game als hier Potato. Ich weiß nicht, wie viele von euch das geschaut haben, die auch meinen Potato-Stuff schauen. Weil das sind ja nicht immer die gleichen Leute, die hier jedes Video schauen, was völlig verständlich ist. Aber das, da bin ich auch sehr gehypt drauf. Das soll auch kommen jetzt im ersten Quartal. Also es kommt auf jeden Fall viel geiler Stuff auf euch zu. Nur ich weiß nicht wann. Ich habe keine Ahnung, wann das Zeug kommt. Und ich hoffe natürlich auch immer mal wieder, dass irgendwie so neue Perlen in meine E-Mails flattern. Weil ich kriege ja öfter auch mal E-Mails von Publishern oder von Indie-Games-Entwicklern oder so, die halt wieder ein neues Spiel haben und mir das dann halt zeigen und sagen, hier willst du das nicht mal antesten, hier kriegst du einen Key umsonst und so. Und das habe ich auch in der Vergangenheit immer gerne gemacht, wenn das Spiel eben zu dem gepasst hat, was ich hier als, sage ich mal, Qualitätsstandard habe. Weil es gab da schon einige Spiele, die waren vielleicht nicht ganz so das, was ich mir vorgestellt habe, hier auf dem Kanal zu zeigen. Aber da war doch auch viel geiles Zeug dabei und auch viele Spiele, die mich sehr überzeugt haben und die auch euch sehr überzeugt haben. Aber wie gesagt, jetzt Januar ist einfach eine Flautenzeit. Da geht einfach nicht so viel, was neues Zeug angeht. Na, ich glaube, wir nehmen noch ein bisschen Glück mit. Wir haben einfach 761 Glück. Ich hab's euch gesagt, Leute. Der Run ist jetzt so ein Selbstläufer geworden, dass das hier wieder zu Talk Potato wird. Aber das mochte ich an Potato, muss ich sagen, auch immer sehr, sehr gerne. Dass Potato einfach ein sehr, sehr langes Spiel ist, wenn man einen guten Run hat und in die 30er, 40er kommt oder vielleicht noch weiter, dass ich Zeit habe, überzeugt zu labern. Und auch inzwischen einfach so ein Spiel ist, das ja auch bei mir inzwischen so auf Autopilot laufen kann. Ich kann das Spiel ja in- und auswendig. Ich habe das ja praktisch studiert. Inzwischen. Und dass ich da eigentlich gar nicht mehr so ein... mich so wirklich darauf konzentrieren muss, was passiert, sondern einfach nur durch die Gegend rennen muss und Kisten einsammeln. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich weiß auch nicht, ob jemals ein Spiel an Potato rankommt. Was in dem Genre ist, natürlich. Also ich habe ja so viele Games in dem Genre getestet und es waren viele coole Spiele dabei. Aber ich muss sagen, es gab nie ein Spiel, das vom Feeling her so an Potato rangekommen ist. Wie, ja, eigentlich gab es keins. Eigentlich gab es kein Spiel, wo ich gesagt habe, bam, das ist jetzt, das will ich genauso suchten wie Potato. Klar, das hängt auch damit zusammen, dass ich das ja alles immer im Rahmen des Kanals mache. Und es natürlich auch wichtig ist, dass das Spiel dann auch interessant für die Zuschauer ist. Das hat natürlich damit auch was zu tun. Jo, okay, das nenne ich mal einen Shop. Können wir leider fast nichts verbrauchen, aber das ist doch mal
So mag ich meine Shops. Einfach nur noch rote Items. Und ich sehe hier gerade das Brett. Ich hatte auch jemanden, der hat öfter mal in die Kommentare geschrieben, mach doch mal einen Run mit dem Brett. Und ich denke, das werden wir auch jetzt mal angehen, weil hast du einen Explosionsböller-Run, wo die ganze Map explodiert mit dem Werkmeister. Leute, das war auch einer meiner Lieblingsruns aller Zeiten. Das ist einfach so stumpf. Einfach die ganze Map explodiert. Alles ist geil. Ah, Werkmeister ist auch ein schöner Charakter. Wenn er diesen blöden Rüstungs-Debuff nicht hätte. Oh mein Gott, wie ich den wegrasiere. Holy shit, wir brauchen noch einen Riesengürtel. Und dann haben wir, glaube ich, jedes rote Item, das relevant ist für den Endlos-Modus. Also was man unbedingt braucht. Ich habe den Kapuzenpullover. Ich habe den... Ich habe Glückspfennig, was für den Glücksboss natürlich ultra wichtig ist. Ich habe den Armboss. Der Rest fällt... War da noch was? Riesengürtel brauchen wir noch. Der Rest fällt mir schon nicht mehr ein. Bin eingerostet. extra Magen haben wir. Logischerweise extra Magen. Und ich glaube, das war's. Also wir, uns fehlt wirklich nur noch der Riesengürtel. Und ihr seht das ja jetzt mit den Kisten. Wir kriegen so viele Kisten und einfach alles voller Türme jetzt durch die ganzen Bäume. Ich wünschte, die Bäume würden auch sterben durch unsere Fähigkeit. Dann müsste ich nicht immer zu denen hinrennen. Weniger Gegner ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir die Gegner gar nicht brauchen. Aber ich verkaufe jetzt erstmal alles, was wir nicht unbedingt brauchen. Tempo. Wir brauchen noch den... wie heißt das denn nochmal? Das, was uns mehr Schaden für Tempo gibt. Stromgenerator brauchen wir noch. Unbedingt. Mit Rüstung muss ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich viel rein investieren. Da kriegen wir jetzt eh mal was umsonst. Stromgenerator, wo ist er denn? Nice, Coupon erstmal, da hat keiner gesehen. Classic. Coupon erstmal kaufen, nachdem man alles andere gekauft hat. Wanderbot hätte ich vielleicht auch mitnehmen können als Nahkämpfer, aber keine Lust. Wir nehmen Glück mit. Nahkampfschaden und Max-LP. Ach komm, meine Reichweite wird sowieso. Ich zerstöre die einfach immer und immer wieder. Ja, ist irgendwie nicht so geil. Wir brauchen echt den Stromgenerator. Das würde uns nochmal damage-technisch übel viel Schaden geben. Ich mache 1066 Schaden gerade. Also, es ist wirklich krass, wie viel stärker diese Combo im Late-Game wird. Also, der Anfang war echt scheiße. Ich habe den ersten Elite-Gegner wieder nicht tot bekommen. Der zweite war auch ein Krampf. Und danach, nach dem zweiten Elite-Gegner, ging es wirklich steil bergauf. Das war so der Startschuss für ein Easy Win. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch meinen Prozentschaden hochkriegen. Stöcke zeigen auch wieder, warum sie... Naja, ich würde schon fast sagen, die beste Nahkampfwaffe sind rein vom Schadenspotenzial her, mit der man starten kann. Ohne natürlich die Startmod, mit der man mit jeder Waffe starten kann. Aber ich würde sagen, von den nicht legendären Nahkampfwaffen ist Stock mit Abstand die beste Waffe. Einfach dieser... Man macht nicht so viel Schaden. Wenn es jetzt nur um Schaden geht, klar, Diebesdolche haben auch ihren Reiz, aber schadenstechnisch natürlich eher nicht so geil. Explosionsgröße ist nice, Querschläger ist mir egal. Fernkampfschaden ist mir egal. Weisheit könnten wir jetzt eigentlich mitnehmen, warum nicht? Ein bisschen mehr Heilung ist auch nicht verkehrt. Ja, Chamäleon 4% Schaden, aber es ist halt nicht einzigartig, deswegen interessiert es mich gar nicht. Waren jetzt nicht die krassesten Items, aber kann man alle mitnehmen. Crit haben wir jetzt langsam eigentlich auch genug. Ja gut, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Nochmal Explosionsgröße. Ein Köder ist auch sehr nice. Dann kriegen wir noch mehr Kisten. Tempo und Reichweite. Ich nehme es für die Reichweite mit. Da haben wir aber auch immerhin 100 Tempo. Also wenn jetzt wirklich der Stromgenerator kommt, dann wird es geil. Und nochmal Tempo und Reichweite. Yes! Ich habe wieder positive Reichweite. Und ich nehme jetzt auch die Alien-Augen mit. Hatte ich die schon mal mitgenommen? Ich glaube nicht. Vielleicht habe ich sie auch übersehen. Aber die packen wir jetzt auch ein. Nee, ich glaube, ich habe keine Alien-Augen. Ich sehe keine zumindest. Doch, ich habe welche. Moment, komm mal zurück. Ich habe welche. Genau in dem Moment, als ich es gesagt habe, kamen sie raus. Und ich würde sagen, jetzt lohnen die sich auch. Und natürlich durch die Jagdtrophäen machen wir jetzt auch Geld. Mit unserem ganzen Crit. Also jetzt wirklich sind wir auf der Siegesstraße, könnte man schon fast sagen.
Jetzt ist es ein richtiger Brotato Run geworden. Ich hätte auch echt Lust, nochmal diese Boss Rush Mod aus, also nochmal zu zocken mit irgendeinem geilen Charakter oder einer geilen Charakter-Kombi. Oh, irgendwas mit Jack wäre auch geil. Oder mit Jack. Ich glaube, es gab in der Mod einen Charakter, der hat mehr Materialien gedroppt. Ich kombiniere einfach oder Jack mit Jack kombinieren. Dass man einfach so unglaublich viel Geld bekommt. Das war, glaube, habe ich das schon mal gemacht? Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Irgendwann habe ich das bestimmt schon mal gemacht. An dem Punkt. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher tatsächlich. Aber Jack plus Jack klingt auf jeden Fall auch ziemlich lustig. Angriffstempo nehme ich nochmal ein bisschen mit. Augen. So, jetzt hätte ich aber doch schon gerne den Stromgenerator. Komm schon, Spiel. Tu es. Tu es einfach. Alien-Augen nochmal. Die Blumen können wir jetzt ruhig auch mal mitnehmen. Ein bisschen mehr XP. Warum nicht? Affen. Lederweste muss jetzt nicht sein. Okay, ist Attack Speed. Also warum nicht? Kann man schon machen. Ich glaube, diese Elite-Gegner werden kein großes Problem darstellen. Ja, die sind definitiv relativ easy. Komm schon, nur der Riesengürtel muss jetzt noch kommen. Das ist alles. Tu es einfach, Spiel. Ich glaube, ich habe aber noch nicht die 10 Kisten in einer Runde geschafft. Ich glaube, mein Rekord waren 40 Kisten in einer Runde mit der Extra-Tonien-Mod. Gute alte Zeit. Dass die Kisten, dass man einfach so viele Kisten droppt, dass die Kisten links aus dem Bildschirm rausgehen. Aber wir haben ja auf jeden Fall schon mal einige rumliegen. Also es sind, glaube ich, 10 Stück. Ich glaube, das sind jetzt 10. Hier habe ich 6, glaube ich, sehe ich gerade. Oder 7? Nee, ich glaube, es sind 6. Wir haben gerade 3, dann sind das 7. Okay, wir haben 11 Kisten jetzt diese Runde. Das ist doch mal eine Banger-Runde. 11 Kisten, ich glaube, da ist gerade noch eine gedroppt. Also 12, keine Ahnung. Hier liegen so viele Kisten rum, ich habe absolut keinen Plan. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12. Easy. Fernkampf brauche ich nicht. Ja, nehme ich mit. Leben nehme ich auch mit. Attack Speed auch. Leiste nehmen wir auch noch ein bisschen mit. Zerfetzen. Zerfetzen können wir eigentlich auch mitnehmen. Böllern, Baby. Wir haben schon vergrößerten Explosionsradius. Köder, let's go. Pflanze nehme ich auch mit. Igel auch. Alles, was uns ein bisschen was bringt. Wolfsam, 20 Glück, 10 Elementarschaden. Ja, damit. Alienauge. Und das waren richtig gute Kisten. 8 Nahkampfschaden. Da ist der Riesengürtel. Ey, das läuft ja gerade wirklich alles nach Drehbuch hier. Mal gucken, ob wir die 1000 Glück noch schaffen. Ich habe 883 Glück. Gecko Baby brauche ich nicht mehr, aber die Reichweite ist ganz lecker. Deswegen nehme ich die mal mit. Dubioser Trank, wir sind bei 908. Oh, wir sind bei 940. Let's go. Und was für mich natürlich Brotato auch immer so ein bisschen besonders macht, oder... Das heißt besonders, für mich hat Brotato schon fast so ein bisschen Nostalgie-Status, muss ich sagen. Weil das ja doch irgendwie so das Ding war, was... Oder was heißt irgendwie so, das war hier das Ding, was mein YouTube-Kanal ausgelöst hat, dass ich überhaupt angefangen habe, Videos zu machen. Und das ist für mich dann irgendwie doch schon noch was Besonderes. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass man über ein Jahr lang konstant Videos zu dem Spiel machen kann und sich das Leute anschauen. Das finde ich auch schon sehr, sehr krass. Weil das ist auch eigentlich immer so die Herausforderung auf YouTube, dass man wirklich bei einem wiederkehrenden Format halt die Leute dabei hält. Weil YouTube ist halt immer, oder was halt auch schon ganz viele YouTube-Leute vor mir gesagt haben und was auch klar ist, so, wenn du das erste Mal was machst, dann ist es meistens das Video von dem Spiel, was am besten angeschaut wird. Weil du halt einfach viele Leute hast, die sagen, ey, da schaue ich mal rein. Ich merke das zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie ein Update-Video mache zu irgendeinem Game, dann kriegt das vergleichsweise extrem viele Aufrufe zu den Aufrufen, die es normal kriegen würde. Und dann darauf folgend, das nächste kriegt schon weniger und das danach dann wieder weniger, weil dann natürlich Leute sagen, ey, das ist nichts für mich, oder Leute sagen, ich schaue einmal rein, aber danach interessiert es mich vielleicht nicht mehr und oder ja, ne, dann verliert man halt die Leute wieder. Und das fand ich bei Brotato auch immer krass, dass wirklich so konstant jede Folge, jeder Run abgegangen ist für meine Verhältnisse. Also, dass es immer gut ankam, dass es den Leuten gefallen hat. Nice, wir haben 1000
Glück, das ist natürlich sehr, sehr geil. Also 1000 Glück ohne Mods ist für mich schon immer ein Achievement, muss ich sagen. Das ist was Besonderes einfach für mich. Es ist einfach was Besonderes. 1000 Glück ohne Mods ist schon was Besonderes und ist natürlich auch jetzt sehr, sehr geil für diesen Run hier. Aber das ist irgendwie so was, was schon krass ist, finde ich. Ich habe da schon mal gesagt, ich habe Rotato auch viel zu verdanken, dass ich viele Dinge gelernt habe, die ich wahrscheinlich sonst nicht gelernt hätte. Weil, ich sag mal so, als ich wirklich mit YouTube hier angefangen habe, da hat man halt keine Ahnung. Man hat keine Ahnung, wie man Thumbnails macht, man hat keine Ahnung, wie man ein Video strukturiert, dass es halt anschaubar ist, dass es halt Leute interessiert. Weil ich meine, in meinem ersten Video habe ich einfach das Thumbnail war einfach der Rotato Startbildschirm und ich habe da irgendwelche PNGs draufgezogen und halt totale Scheiße im Vergleich zu jetzt halt. Jetzt benutze ich ja Photoshop, habe mich richtig damit auseinandergesetzt, versuche immer interessante Sachen zu machen und ich muss auch sagen, die Rotato Thumbnails sind meiner Meinung nach die auch, die ich auf diesem Kanal hier am besten hinbekommen habe, weil Rotato ein sehr geiles Game ist, um damit Thumbnails zu machen, muss man auch mal sagen. Das ist auch was, was viele Leute unterschätzen. Es gibt Games, mit denen kann man geiler Thumbnails machen, es gibt Games, mit denen kann man nicht so geil Thumbnails machen. Und Rotato ist so ein Game, mit dem geht das einfach extrem gut, weil du nimmst einfach den Charakter von den Kartoffeln, die du spielst und machst dann irgendwas damit. Du kannst theoretisch, keine Ahnung, musst dir einfach nur Bilder zusammensuchen und kannst die dann verwursten. Und kannst damit eigentlich machen, was du willst. Und andere Games ist das deutlich schwieriger, wenn du das halt alles ins Eigenregie machen musst natürlich. Das ist immer das große Thema bei der Sache. Weil viele Leute unterschätzen, glaube ich, wie wichtig ein Thumbnail ist. Weil das Thumbnail, das muss sich halt abholen. So, das ist das, was der Mensch als erstes sieht. Und wenn man es halt überanalysieren will, dann schaut sich jeder YouTube-Zuschauer oder jeder YouTube-Gänger schaut sich irgendwie so, ich glaube, 1,5 Sekunden dein Video an, also dein Bild von deinem Video, dein Thumbnail. Wenn ihr jetzt irgendwie YouTube scrollt, oder ich auch, das macht jeder, das ist jetzt einfach jeder Mensch einfach, so funktioniert das, schaut ihr so durch und dann fällt euch was ins Auge und ihr sagt so, ey, das sieht interessant aus, da gehe ich jetzt drauf. Und so ein Thumbnail ist halt wirklich das Wichtigste. Danach kommt der Titel, da schaut man dann als zweites drauf. Der ist auch noch wichtig, wenn jetzt im Titel steht, ich mache mir ein Toastbrot oder krass, ich habe das geilste Toastbrot der Welt gemacht. Das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Und dazu dann, und wenn die beiden in Kombination gut synergieren, dann ist es natürlich am besten. Dann interessiert es einfach viel, viel mehr Leute. Aber das muss man natürlich auch erstmal lernen, worauf man achten muss, wie man am besten ein Thumbnail macht. Und so, also ist Potato eigentlich so, ja, das Game, was das alles ausgelöst hat, dass ich mich mit dem ganzen Stuff mal auseinandergesetzt habe, weil ich da auch einfach, wie gesagt, der Mensch bin. Ich will da nicht einfach nur so vor mich hin existieren und irgendwie so blöde Videos online machen, sondern ich will dann eben auch da Zeit reinstecken und Arbeit reinstecken. Ich bin ein bisschen Perfektionist manchmal. Es ist manchmal Fluch und Segen in der Vergangenheit gewesen, aber es gehört eben für mich dazu, dass ich nicht so Sachen so half-assed machen will, sondern halt wirklich dann auch da Arbeit reinstecken will und dass man merkt am Ende, dass es sich auch gelohnt hat. Ist mir auch besonders wichtig. Ach ja, ich habe übrigens noch die Burn-Stacking-Mod an. Das heißt, dass wir auch ein bisschen mehr Burn-Damage machen, fällt mir gerade ein. Weil ansonsten ist Burn-Damage eh irrelevant, aber unser Burn-Damage ist sowieso komplett egal für uns. Aber nur fällt mir gerade mal auf. Weil in der Burn-Stacking-Mod waren ja die Farben für das Verbrennen anders. Und was ich persönlich ganz geil finde, weil dann kann man immer genau erkennen, wie viel Brandschaden man macht. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir jetzt so weit kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich das letzte Mal gekommen bin mit der Kombo. Aber das sieht gerade ziemlich gut aus. Wir rasieren uns wirklich durch die 30er durch. Gut, wir haben gerade erst angefangen in den 30ern, aber es ist bis jetzt einfach, fühlt sich noch genauso an wie in den 20ern. Kriegerhelm, Banner nehme ich mit, Explosionsgröße. Projektile können einmal öfter durchdringen, für unsere Alien-Augen eigentlich immer ganz geil. Ernte brauchen wir nicht mehr, wir haben genug Range, also nehme ich das mit. Das Item ist halt, ich könnte es jetzt halt mal mitnehmen, weil dann ist es einfach weg. Es macht jetzt keinen großen Unterschied, wir verlieren dadurch natürlich nur
und werden damit wahrscheinlich auch nichts mehr gewinnen. Und jetzt kommt bitte Stromgenerator. Das kann doch jetzt nicht sein, dass der Stromgenerator hier nicht kommt. Okay, ich meine, ich weiß, dass es nicht sein kann, weil es ist Potato. Manchmal gönnt einem das Spiel einfach nicht. Und da sind noch mehr Bäume und noch mehr Glück. 1142 Glück. Wolfsam, let's go. Noch mehr Glück. Ich könnte... Ja, ich werde nicht sparen. Polster, glaube ich, stecke ich mir. Die brauchen wir nicht. Ich könnte, glaube ich, sogar AFK in der Mitte stehen. Und die Gegner könnten nicht besonders viel dagegen tun. Und wie man sieht, ich kann AFK in der Mitte stellen. Das ist das Glückspilzleben. Da muss man sich einfach um gar nichts Gedanken machen. Dynamit nehme ich mit. Fettstein, den könnten wir... Ja gut, noch mehr Leiste. Ich brauche es eigentlich nicht wirklich, aber wer weiß. Oh, 1111 Schaden mit dem Cyberbolt. Das nenne ich doch mal die perfekte Zahl. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt, dass ich so eine Schnapszahl hatte beim Schaden. Boah, was will ich denn jetzt noch haben? Also Angriffstempo ist eigentlich ganz okay, Nahkampfschaden. Jetpack, noch mehr Tempo, noch mehr Ausweichen, wenn dann irgendwann mal der Stromgenerator kommt. Natürlich werden die Items langsam teurer, also mal sehen, wie wir so mit dem Geld noch mithalten. 568 geht noch für ein rotes Item. Tentakel, ach komm, Glück, Crit ist Glück. 25% Schaden werden wir auf jeden Fall einstecken und ich bleibe einfach wieder AFK stehen. Das Problem ist, ich habe eine Nahkampfwaffe. Meine Augen sollten die Bäume aber eigentlich zerstören. Ich sollte aber am Ende immer ein bisschen Bäume zerstören, fällt mir auf. Damit ich wirklich alles mitnehme, also... Oh mein Gott, bin ich schnell inzwischen. Yo! Sonic unterwegs hier. Injektion nehme ich auch nochmal mit. Leben haben wir an dem Punkt ehrlich gesagt auch genug. Gegner schneller machen. Silberkugel, sehr, sehr geil, dass die mal kommt. Die war auch noch nicht dran, diesen Run. Der Rest hier, das Leiste nehme ich auch nicht nochmal mit. Da nehme ich lieber ein bisschen Geld mit, dass wir uns hier alles kaufen können. Tempo haben wir auch mehr als genug. Nochmal ein kleines bisschen Nahkampfschaden. Nochmal der Panda. Ah komm, mache einfach noch mehr Glück. Und da ist er endlich. Endlich ist er da, der Stromgenerator. Dich nehme ich, glaube ich, nicht mehr mit. Mit so viel Glück. Das ist, glaube ich, langsam wirklich ein Overkill, noch mehr Glück mitzunehmen. Sieht zwar cool aus, aber das gibt uns halt mehr Schaden, natürlich. Auf den Elefantenbabys und so. Problem, das wir aber haben, ist natürlich, wir spielen Hälfte Entdecker. Das heißt, wir kriegen auch nur 50% Materialien. Das darf man nicht vergessen. Und das sorgt dafür, dass Elefantenbabys und unser Glückseffekt nicht ganz so krass sind wie... Alleine der Glücksblitz, aber ich denke, der Vorteil mit den Bäumen macht das alles wieder wett. Also der Vorteil mit den Bäumen, gerade am Anfang, der gibt einem so viel Geld und Potenzial, das ist einfach krass. Da glaube ich, sind die 50% Materialien weniger halt schon nicht so schlimm. Auch wenn 50% Materialien meiner Meinung nach im Potato der schlimmste Debuff ist, den es gibt, also der schlimmste negative Effekt, den man haben kann. Weil das schon einen gigantischen Unterschied macht. 50% Materialien weniger auf vielen Charakteren.
Welle 35 ist halt komplett free. Ich muss ja nicht mal was machen. Ich muss mich nicht mal bewegen. Ich finde gar keine Gegner gerade. Die Gegner sind alle schon tot, bevor ich die erreiche. Tempo, ja gut, Tempo wäre Schaden. Aber Reichweite will ich auch jetzt echt halbwegs oben halten. Blutige Hand, bin ich zwiegespalten. Ich habe keinen Dreieck der Macht. Ich hätte da schon Lust drauf. Aber ihr wisst ja, wie das enden können kann später dann. Aber dann wiederum ist immer die Frage bei Blutige Hand, wird es für uns relevant werden, dass wir keine Bärtierchen haben? Wir haben aktuell zwei Bärtierchen, wenn ich mich nicht vertue. Und die Frage ist, wird das relevant werden? Und ich glaube nicht, weil wir werden wahrscheinlich nicht über die 50 hauen. Also wenn wir überhaupt in die Nähe der 50 kommen, werden wir wahrscheinlich nicht drüber hinauskommen mit dieser Combo, weil uns das Geld fehlt. Auf lange Sicht. Und deswegen werde ich hier die blutige Hand mitnehmen für 120% oder keine Ahnung, wie viel das jetzt war. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Prozentschaden, dass wir einfach jetzt alles zerstören und dann vielleicht später natürlich one-shotted werden. Aber die Chance, dass das passiert, ist eh sehr hoch, egal was ich mache. Und deswegen glaube ich, ist das so gar keine so schlechte Idee, weil der jetzt natürlich das eine Leben pro Sekunde, das wir verlieren, ist bei unserem Leben halt vollkommen irrelevant. Das Einzige, was halt eben das Problem ist, ist, dass wir nun mal jetzt keine Bärtierchen mehr verwenden können. Aber ich glaube, wie gesagt, dass es diesen Run egal ist, weil wenn uns die Gegner überrennen, werden uns zwei Bärtierchen auch nicht den Arsch retten und vielleicht kriegen wir noch ein drittes oder ein viertes oder so. Ja, da war noch ein Kisten-Alien. Ich schaue mich nochmal um, ob wir vielleicht irgendwo Bäume haben. Aber die scheinen doch alle zu sterben. Also ich muss die Bäume auch nicht wirklich einsammeln. 17.000 Schaden habe ich da gerade gesehen. Ich glaube, das war mein Elfen-Baby. Mein Cyberball. Irgendwas hat 17.000 Schaden gemacht. Das war irgendein Glückseffekt. 2.498 Schaden haben wir schon auf den Cyberballs. Ja, meine Fresse. Augen-OP interessiert mich auch nicht. Ganz ehrlich, könnte ich jetzt mitnehmen, damit es weg ist. Sollte ich vielleicht mit anfangen, weil die kamen jetzt auch schon echt oft. Vielleicht sollte ich die langsam echt mal mitnehmen, dass sie uns nicht mehr nervt. Mammut, let's go. Nochmal 20 Nahkampfschaden mehr. Eisen sind noch in Ordnung, aber wir sind auch noch nicht in den 40ern. Dann geht es ja erst richtig los. 622 lässt sich noch verschmerzen. Geht schon Richtung 1000. Aber das hier ist wirklich genau wie erwartet, finde ich, eine der geilsten Kombos überhaupt im Game, ohne dass man moddet natürlich. Weil mit Modden kann man natürlich easy Runs haben, die ultra krass gestört sind, aber ich finde, so hat es auch seinen Reiz, wenn man einfach nicht moddet, also nicht sich neue Charaktere und Items reinmoddet. Sondern wirklich sich auf das Wesentliche konzentriert und einfach nur auf die Charaktere, die im Spiel sind und die Items, die im Spiel sind und damit halt das Krasseste zu kreieren, was man so machen kann. Holy shit, apropos krass, also die ganzen Türme sind auch gar nicht so schlecht. Ich habe nicht viel Technik, aber die Türme sorgen natürlich dafür, oh nein, warum nehme ich das Bärtierchen? Die Türme sorgen natürlich dafür, dass wir unseren Feuer dort noch besser verteilen. Also das Bärtierchen war sinnlos. Ich könnte das jetzt verkaufen. Ich habe die Verkaufsmod auch noch an, weil ich die für Notfälle anhabe einfach, falls ich irgendwann nochmal einen Charakter spiele und da ein Item drauf kaufe, was man überhaupt nicht kaufen kann, irgendeinen Mod-Charakter oder so. Aber ich glaube, ich werde das jetzt nicht benutzen, weil das kein Weltuntergang ist. Und das ist wirklich nur für Notfälle gedacht, weil ansonsten finde ich das ein bisschen stark. Gärten. Ah, wir nehmen noch eine Panikwurst mit, wenn ich die Burn-Stacking-Sache anhabe. Brille gönnen wir uns, Verbrauchsgegenstände heilen mehr, warum nicht? Nicht, dass wir es unbedingt brauchen. Oh, Jabba, was geht alles aus? Würde ich ja schon gerne am Leben halten. Die Frage ist nur, kann ich dich am Leben halten? Wird schwierig, glaube ich.
Ja, meine Glückseffekte, meine Alien-Augen mit Durchdringung. Ich glaube, das wird nichts, mein Bester. Es war mir eine Ehre, Jabba. Tschüss. Wir kriegen wieder Pisten bis zum Umfallen auf jeden Fall. Und wenn er 38 war, jetzt auch wirklich gar keine Challenge. Also vielleicht schaffen wir die 50 doch. Es könnte tatsächlich sogar im Rahmen des Möglichen sein hier gerade, dass ich in die 50 komme. Aber natürlich darf man nicht unterschätzen, dass es wirklich... Es ist immer bait eigentlich. So, weil bis zu 40 ist halt nochmal ein ganz anderes Power-Level und dann auf einmal eskaliert das Spiel einfach komplett. Also vielleicht haben wir auch absolut keine Schnitte. Aber bis jetzt bin ich positiv überrascht, wie gut das hier alles funktioniert. Ich meine, es ist eine der Top-Kombos aller Zeiten. Es ist ein absolutes S-Tier. Ein Technik pro Elementarschaden nachkommen. Warum nicht? Nehmen wir mit. An dem Punkt auch egal, dass wir da einen Nahkampfschaden verlieren. Und ich meine, Technik ist jetzt für uns nicht wirklich relevant. Wir haben nur diese Gammeltürme, aber... Naja, wenn die halt ein bisschen mehr Schaden machen... 58 Schaden, immerhin besser als gar nichts. Wir kriegen natürlich jetzt auch 10 Leben jede Runde, wie immer. Das ist ziemlich nice. Und ich habe den Amboss. Dass wir auch jetzt schon über 60 Rüstung haben, glaube ich. Oder 58 Rüstung oder so jetzt nach der Runde hatte ich. Also wir kriegen auch rüstungstechnisch und lebenstechnisch immer schön viel vom Spiel geschenkt. Das heißt natürlich nichts, wir wissen alle, die Gegner machen trotzdem kranken Schaden, dann ist das komplett egal später, wie viel Rüstung wir haben, weswegen die Bettchen ja aufzugeben schon riskant ist. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nehme die Blutigant immer so wenig mit oder habe die in der Vergangenheit so wenig mitgenommen. Und es ist auch eigentlich ein geiles Item. Deswegen, man muss sich das auch einfach mal gönnen. Einfach mal ein bisschen... was nehmen, was vielleicht nicht optimal ist. Die Dinger nehme ich jetzt auch mit, damit die endlich mal weg sind. Die kommen ja wirklich nonstop, die Teile. Also hätte ich mal eben schon mit anfangen sollen, die mitzunehmen tatsächlich, rückblickend. Und ich glaube, hier hebe ich mir jetzt ein bisschen Geld auf. Polster halt immer noch für mich eigentlich uninteressant, weil wir immer noch nicht sparen werden. Und ja, 5 Tempo, ja gut, 5 Tempo ist ja nichts für uns. Das können wir schon machen. Ist ein bisschen Schaden, den wir verlieren. So, wie sieht das hier aus? Könnte ich euch noch gut wegmachen? Es geht noch, ja. Aber es ist nicht mehr so ultra schnell jetzt natürlich. Wir machen irgendwas um die 90 Schaden. Das lässt sich noch verkraften. Wir machen irgendwie fast 10.000 Schaden, wenn die volle Leben haben, wegen Riesengürtel. Das war noch angenehm. Also man merkt schon wieder hier, 40 Gegner kriegen wieder unangenehm viele Leben. Aber es war noch machbar. Aber ich finde es halt schon frech, fast 100 Schaden machen die mir auf 60 Rüstung. Also, das ist schon echt übel. Ein Problem natürlich dieser Glücksstrategie ist, wir können die Jagdtrophäe fast nicht ausnutzen, weil die Gegner einfach nicht in Stocknähe kommen. Weil die alle getötet werden durch unsere Elefantenbabys und den ganzen anderen Quatsch. Das heißt, da ist es ein bisschen schwierig mitzuarbeiten. Will ich die Fesseln haben? Die Fesseln geben mir halt nichts, was mich interessiert, deswegen. Ist mir das eigentlich komplett egal. Jetpack, da nehme ich noch mehr Tempo mit. Und Polster nehmen wir jetzt auch noch eins mit. Die baller ich mir jetzt auch einfach rein, damit sie weg sind. Und wir können die vielleicht irgendwann benutzen. Ich denke nicht, dass sie relevant werden für den Run. Polster sind ja eh eigentlich nicht mehr relevant. Was ich vielleicht auch nochmal probieren will, da würde mich auch interessieren, ob ihr da Interesse dran hättet, ist tatsächlich, wenn ich auf den Dämon gehe und mal probiere, Richtung Welle 100 zu spielen. Weil das ist auch nochmal sowas, das würde ich aber dann, glaube ich, im Stream machen, wo ich nochmal Bock drauf hätte. Weil ich weiß nicht, inzwischen ist es wahrscheinlich schon den meisten Leuten bekannt, die in Rotato aktiv sind. Ich habe ja lange keinen Welle 100 Versuch mehr gestartet. Im Vanilla Rotato.
So, mit Mods ist natürlich mega easy, wenn man die richtige Kombo nimmt. Aber halt ohne Mods im Blotato ist der Dämon mit Abstand der beste Welle 100 Charakter. Weil er eben diese ganzen Lebensitems noch besser ausnutzen kann als andere Charaktere. Das müsste ich mir mal anschauen. Aber ich muss sagen, dass ich aus diesen Welle 100 Strategien auch komplett raus bin, weil ich das einfach jetzt ja gar nicht mehr irgendwie auf dem Schirm habe, was da abgeht. Weil ich ja eben da nicht mehr so drin bin. Aber ich glaube, der Dämon war das letzte Mal, dass ich gecheckt habe, Top-Tier, weil er eben diese ganzen Health-Boni nochmal deutlich effizienter verwerten kann, weil er ja auch immer Leben noch dazu bekommt, jede Runde. Und der Schreihals, der ja mein Charakter ist, mit dem ich die höchste Runde ever geschafft habe, für mich persönlich, alleine ohne Mods, der ist ja leider inzwischen nicht mehr so krass, weil eben die ganzen Polster und Jagdtrophäen und den ganzen Stuff, den man da benutzt hat, halt alles total genervt wurde, dass man das nicht mehr maximal mitnehmen kann. Was ich immer noch schade finde, aber es ist nun mal so. Aber Schreihals ist leider nicht mehr die Nummer 1. Er ist immer noch die Nummer 1 in meinem Herzen und ich finde immer noch, Schreihals ist der geilste Charakter von allen Charakteren in Blotato, weil Schreihals, egal was man macht, Schreihals, man eskaliert jedes Mal. Wenn man das Early Game überlebt und wenn man ein bisschen smart spielt mit Diebesdolchen, man wird jedes Mal eskalieren. Jeder Run ist geil mit dem Schreihals. Viele Gegner, komplettes Geböller, übel viel Leveln, viele Items. Und man kriegt einfach alles mit dem Charakter. Jetzt habe ich negative Ernte, aber das ist eigentlich auch relativ egal. Unser Geld ist eh gleich. Fujikato. Komm, wir nehmen noch ein paar mehr Gegner mit. Jetzt so, wird richtig geböllert hier. Augen-OP für 645 ist überhaupt keine Verschwendung, aber ich nehme es einfach mit, damit es weg ist. Ist natürlich komplett bescheuert eigentlich für den Preis. Totale Wucher, weil wir von dem Item auch nicht wirklich was haben. Klar, wir machen auch Elementarschaden, aber der ist so verschwindend gering. Dass das Item für uns halt eigentlich vollkommen verschenktes Geld ist. Aus dem Fenster rausgeschmissenes Geld. Und Welle 43 auch unerwartet gut geklappt. Werden wir G48 diesen Run? Ist es wieder soweit? Die Möglichkeit besteht, dass ich diesen Run tatsächlich G48 werde. Legierung für 6 Ausweichen, das ist ein bisschen Attack Speed. Crit brauchen wir nicht mehr. Ach komm, nee, das lohnt sich nicht nur für Nahkampfschaden. Nehme ich lieber das hier, der Gerät, das hier auch. 7% Schaden nehmen wir auch noch mit. Also es könnte sein, wir haben in der Welle 48 Elite-Gegner. In der Welle 48 rastet alles aus, ist übel schnell und übel stark für unsere Verhältnisse, die wir gerade haben. Das heißt, wir könnten tatsächlich G48 werden. Das hatte ich auch länger schon nicht mehr, dass ich G48 wurde. Es wäre ein tragisches Ende, aber ein erwartetes Ende, muss ich sagen, für einen Vanilla-Run. Aber hier... Na gut, das heißt Vanilla-Run, das ist halt... Vanilla Run mit 2 Charakteren. Gut, ist jetzt nicht unbedingt Vanilla, aber für einen relativen Vanilla Run. Für die Items, die man normalerweise hat, eben im Spiel. Ist Welle 48, finde ich, ein super Ergebnis, wenn man da stirbt. Und ich muss auch eins immer wieder sagen. Ich meine. Die Musik von Blotato, die wurde ja nicht für Blotato gemacht, sondern das ist halt Royalty-Free-Musik, die halt jeder benutzen kann. Die Blotato-Musik, die ist einfach immer wieder geil. So, ganz ehrlich, 600 Stunden in dem Game und ich habe Spiel immer noch mit Musik. Also mit Ingame-Musik vom Spiel, weil man die wird einfach nicht langweilig. Ich weiß nicht, was es ist. So, bei anderen Games denkt man sich dann, okay, irgendwann jetzt reicht es auch ein bisschen. Ne? Das Gedudel geht mir jetzt schon langsam ein bisschen auf die Nerven, wenn man 600 Stunden in dem Game hat. Kommt natürlich immer aufs Game an.
aber da bin ich immer wieder erstaunt, dass die einfach jedes Mal immer wieder steil geht. Das ist halt auch so wichtig, was echt auch viele Leute unterschätzen. So gute Musik in einem Horde-Survival-Game, wo man ja doch schon... wo Musik halt schon Unterschied machen kann. Also ich meine, jedem Game macht Musik einen Unterschied. Musik ist extrem wichtig in Spielen. Wenn die gut ist, ist das nochmal ein ganz anderes Feeling. Aber gerade in so Horde-Survival-Games weiß ich nicht, da, wenn die Musik fetzt, ist halt einfach nochmal geiler, sich durch die Gegner zu schnetzeln. Da macht es einfach nochmal mehr Spaß. Und worauf ich auch gespannt bin, und nein, es wird nicht passieren, weil ich da nie irgendwie mal mich gemeldet habe oder so, ne? Weil ganz oft haben ja Leute gesagt, boah, du hast ja so viel Potato gemacht, du kriegst bestimmt dein eigenes Item oder so. Ich glaube nicht dran, aber ich fände es schon echt cool. So ein bisschen die Hoffnung ist da, aber ich habe mich natürlich nie bei dem Entwickler gemeldet, weil zum Beispiel ist ja der Streamer, wisst ihr wahrscheinlich alle, für Beatsmeet gemacht worden und da wurde halt, haben die sich halt gemeldet beim Entwickler. Ich glaube, Henno hat der Entwickler von alleine gemacht, das weiß ich gar nicht, in blutiger Hand, aber halt, der Rest, die was bekommen haben, haben sich, glaube ich, alle bei ihm gemeldet oder so, oder irgendwie sowas, also er hat das, ne, hat das, glaube ich, nicht von alleine gemacht, bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Es gibt ja doch schon einige Items in dem Game, die Hommage an Leute sind, die aber natürlich auch viel, viel größer sind als ich. Ich meine, ich bin ja nur so ein kleiner YouTuber, ich meine, Sift hat viel mehr Abonnenten und viel mehr Zuschauer. Time to Grind gibt's auch noch. Ich glaube, der hat auch 30.000 Abonnenten. Ich glaube, der kleinste in Anführungszeichen von denen, die hier ein Item bekommen haben. Und wen gab's noch? Ja, Retromation hat irgendwie 250.000 oder so. Also, das ist eine ganz andere Liga. Da müssen wir nicht drüber reden. Also, da ist schon, das ist schon heftig. Was gab's noch? Ja, Hand of Blood's Hand, logischerweise. Der hat ein paar Millionen. Ich glaube, das war alles an Items, die für andere gemacht wurden. Nee, ich glaube, das hier, Bone Sensei, wurde, glaube ich, auch für einen YouTuber oder Streamer oder so gemacht. Den kenne ich aber nicht. Also, den weiß ich, da kann ich nichts zu sagen. Aber auf jeden Fall sind halt alle, die Items bekommen haben, sind halt viel, viel bekannter und größer als ich und sind halt auch zum Großteil englischsprachig. Aber das fände ich echt richtig cool eigentlich. Das muss ich sagen, das wird so mal, das, da würde ich mich echt freuen. Das wird meinen Day machen. Nicht, weil es mir irgendwie jetzt ultra wichtig ist. Eigentlich ist es mir jetzt überhaupt nicht wichtig, aber ich finde es irgendwie cool. Wäre irgendwie schon was Cooles. Weil ich ja doch schon viel Arbeit in die Potato-Sachen gesteckt habe, muss man auch ehrlicherweise sagen. Allein das Aufnehmen hat teilweise 2-3 Stunden gedauert und klar, das ist im Grunde nur hinsetzen und ein bisschen labern, aber es ist schon mehr Arbeit, als man erwartet. Tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, Leute, wir werden ge-48, wenn ich mir das hier so anschaue. Unser Schaden ist jetzt langsam nicht mehr genug, habe ich das Gefühl. Und die 48 wird jetzt unangenehm werden. Dann nehme ich, glaube ich, nicht noch mehr Gegner mit. Vielleicht noch ein bisschen Reichweite. Lecker, aber das ist auch schon sehr, sehr teuer. Ja, Leute, ich würde sagen, seid bereit für das 48-Meme. Es sieht nämlich danach aus, dass ich hier nicht lebend rauskomme, oder? Also vielleicht schaffe ich es so viel umherzurennen, dass die Gegner mich nicht machen können. Oh nein, wir haben auch echt beschissene Elite-Gegner bekommen, die wirklich alles voll spammen, was das Rumrennen ein bisschen schwieriger macht. Der Dracula spammt hier hinten alles voll. Oh. Oh nein, bitte nicht ge-48 werden. Nicht schon. Oh shit. No, 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 no. Okay, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Ich werde zugespammt mit Scheiße. Hilfe. Ich komm, oder? Nein, da war Marty McFly in meinem Weg. Ah, 48, wir sind ge-48 worden. Ich glaube, mehr als 50 wäre auch nicht drin gewesen, realistisch. Wir haben jedes rote Item bekommen, wir hatten einen richtig geilen Run. Das war meiner Meinung nach eine der geilsten Kombinationen im gesamten Spiel.
Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß damit. Ich hatte nämlich sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, lasst mir gerne zu den ganzen Sachen, die ich angesprochen habe, einen Kommentar da, was ihr davon haltet. Ob ihr mehr von diesen Best-of-Runs sehen wollt, also wirklich nochmal das Geilste, was mir so einfällt, nochmal rausballern und einfach eskalieren und vielleicht damit die Zeit bis zum Update überbrücken. Und dann, wenn das Update irgendwann mal kommt, es ist ja confirmed, ne? Weil viele Leute sagen dann so, du redest immer vom Update, warum kommt da nichts? Es ist vom Entwickler confirmed, es kommt noch was. Er hat es selber gesagt, DLCs und Updates kommen garantiert. Nur nicht wann. Aber irgendwann müssen die ja mal kommen. Das hat er im Dezember schon gesagt, dass da was kommt. Und davor kam das letzte Update, glaube ich, im Juli oder so. Also bald ein Jahr, wenn es so weitergeht, haben wir bald ein Jahr voll. Und ich glaube, im Juni kam das letzte richtige Update, das richtige große Update mit Charakteren und Items und so. Das heißt, noch ein paar Monate und wir haben das eine Jahr ohne Updates voll. Wenn er schon sagt, es kommt was, bin ich da einfach mal optimistisch, dass er sich an sein Wort hält. Und dass da auf jeden Fall noch was kommt. Ich würde aber sagen, das war's von mir für heute mit Rotator-Eskalation. Schaut gerne auf meinem Discord vorbei, da poste ich immer, wenn ich Videos hochlade und wenn ich livestreame, was ich ja hoffentlich jetzt bald auch wieder ein bisschen mehr machen werde. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen, wenn ihr da Interesse dran habt. Ansonsten bleibt gesund, habt noch einen ganz schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal hier in einer böllertastischen Runde Rotator oder vielleicht auch einem anderen Game hier auf dem Kanal. Haut rein, ciao, ciao!